Ein ganz herzliches Willkommen zum heutigen Finanztalk, der bei mir trotz gerade Kongresstunnelblick mit meinen großartigen Experten heute wieder stattfindet. Und ich freue mich sehr darüber, mit euch heute über das Thema zu sprechen, was mich schwerpunktmäßig immer mal wieder sehr beschäftigt, und zwar über das passive Einkommen. Und ich mache wie immer einen ganz, ganz kurzen Rundlauf durch meine Expertinnen und Experten und fange wie gewohnt bei den Damen an. Die wunderbare Annette Weiß ist heute wieder mit dabei. Annette Steckenfeld ist die Finanzbildung, und das heißt nicht nur das Bilden von Finanzen, sondern auch die Bildung des Kopfes hinsichtlich von Finanzen. Und damit macht sie einen großartigen, ja nicht nur Job, sondern macht da ganz fantastische Arbeit und unterstützt Menschen, das Thema einfach besser in den Griff zu bekommen und Finanzen rechnen zu können, und hat dazu sowohl einen Blog als auch verschiedene Programme, also verschiedene Coaching-Programme und auch einen Selbstlernkurs, in dem sie darüber ja mit Menschen arbeitet. Und ich freue mich sehr, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Ich freue mich auch. Dann haben wir die wundervolle Dani Partum von der Geldfrau auch wieder mit dabei. Und Dani ist auch ist als Journalistin viele Jahre tätig gewesen. Ich weiß gar nicht, ob du aktuell auch noch als Journalistin unterwegs bist. Und nur noch für meinen eigenen Blog. Okay. Und bloggt auch zum Thema vor allem für Frauen und Finanzen, weil da haben wir leider gesamtgesellschaftlich gesehen immer noch ganz schön viel Nachholbedarf. Und da deckt oder schließt Dani diese Lücke auch ganz bezaubernd mit ihrem Blog. Und man sieht sie auch zum Beispiel in diesem Jahr, warst du auch auf der Invest, ne? Und auf verschiedenen, genau. Veranstaltungen, wo man Finanzinvestoren und Blogger sehen kann, ist auch die liebe Dani vertreten. Und ich freue mich sehr, dass du diese Runde hier auch bereicherst. Danke. Hallo. Dann haben wir den Louis. Vincent ist total gemein. Mit deinem Vor- und mit deinem Nachnamen kommst du immer zum Schluss, ne? Aber das macht nichts, dafür blogge ich auch für Männer. Ja. Sehr gut. Dann haben wir noch ich blogge auch für Männer. Ja. Für alle, die es nötig haben oder für alle, die es interessiert. Genau. Gell? Genau. Dann haben wir den Louis Pazos wieder mit dabei, ganz wunderbar. Louis Steckenpferd sind vor allem alle die Wertpapiere, mit denen man so richtig viel Dividende bekommen kann, um dann damit auch ein möglichst passives Einkommen zu beziehen. Und da hat Louis absolut profundes Wissen, hat auch einen Blog, nur Bares ist Wahres und Hochdividendenwerte passives Einkommen mit Hochdividendenwerten ist dein erstes Buch. Inzwischen hast du auch eins über die sogenannten Real Estate Investment Trusts geschrieben, in beiden Bereichen als absoluter Vorreiter und somit absolute Marktdominanz erreicht in den beiden Feldern. Ich freue mich auch sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo, lieber Luis. Ja, schönen guten Abend. Und seit neuestem sogar plagiiert. Ja, das, was? Ja. Wow. Na, das gibt's ja gar nicht. Ja, quasi der Ritterschlag, ne? Obwohl ich natürlich jetzt nicht so ganz erfreut bin. Das ist schon klar, aber wenn man dich nachmacht, findet man dich sehr gut und ist neidisch. Vermutlich. Naja, auf jeden Fall schönen guten Abend. Hallo, lieber Luis. Und dann haben wir unser Nordlicht dabei, den lieben Vincent von Freaky Finance, auch einem sehr, sehr feinen Finanzblog, auf dem Vincent auf völlig unaufgeregte nordische Art erzählt, wie er so seine Finanzen wuppt, wie er das ganze Thema macht, wo er investiert ist, wie das alles läuft. Und das ist auch ziemlich beachtlich. Also auch da immer mal wieder reinzulesen, ist absolut lohnenswert. Ich freue mich, dass du heute auch wieder dabei bist, lieber Vincent. Vielen Dank, ich freue mich auch. Super cool. Und ich habe ja schon eingangs gesagt, heute reden wir über das von mir häufig sehr ins Fokus genommene Thema des passiven Einkommens und wollen uns mal damit beschäftigen, gibt es das überhaupt, passives Einkommen? Es gibt da ja durchaus Kontroversen. Ich habe gerade auf Facebook auch eine Diskussion geführt mit jemandem, der geschrieben hat, das gibt es überhaupt nicht, passives Einkommen. Es war eine sehr spannende Diskussion und ich freue mich darauf, eure Meinung dazu zu hören. Was sagt ihr zu passivem Einkommen? Gibt's das? Ich schmeiß den Ball in die Runde und guck mal, wer ihn auffängt. Ganz passiv ist es, glaube ich. Du musst immer irgendetwas in irgendeiner Form zumindest am Anfang getan haben, damit nachher am Schluss was rauskommen kann.
Es läuft ja niemand rum und schenkt dir Geld. Das wäre dann, also das wäre jetzt für mich die enge Definition von Passivität. Dann schenkt mir jemand was und ich habe nichts dafür getan. Punkt. Ansonsten musst du immer irgendetwas getan haben oder tun und dann kannst du damit Geld verdienen. Beziehungsweise, wenn du jetzt, ich bin ja großer Verfechter von ETFs, also von ordentlich gebauten Depots, da brauchst du natürlich sehr, sehr wenig zu tun, aber gemacht haben muss man es trotzdem irgendwann mal. Am Ende des Tages. Okay, was haltet ihr davon, wenn wir, bevor wir darüber reden, ob es passives Einkommen überhaupt gibt, nochmal definieren? Was verstehen wir denn unter passivem Einkommen? Und was könnte das überhaupt sein? Du hast jetzt gerade gesagt, du bist ein großer Verfechter von ETFs, von einem gut gebauten Depot. Das heißt, und ich kenne dich ja, ich weiß, dass du eine passive Investorin bist und nicht sagst, okay, ich ziehe mir da jetzt ständig irgendwie alles runter, sondern eigentlich nutzt du ja auch eher den Zinseszinseffekt. Das heißt, das, was du daraus bekommst, ist ja in der Regel eigentlich gar kein Einkommen, sondern ein Vermögensaufbau, richtig? Das ist ein Vermögensaufbau. Wenn ich das jetzt mit Dividenden-ETFs machen würde, dann wäre es im Prinzip ja theoretisch nichts anderes, wie das, was Wills macht, mit Einzeltiteln. Nur würde ich das dann halt eben über Fondslösungen machen. Ja, ja, also man, für mich ist es im Prinzip ein passives Einkommen. Man schiebt es einmal an. Und man muss nicht tagtäglich dafür arbeiten. Zum Beispiel ist Vermieten ja auch in Teilen ein passives Einkommen, also die Miete. Ja. Das wird allerdings sehr schnell verdammt aktiv, wenn du Leerstände hast, wenn du Mietnomaden hast, wenn da irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll. Ja. Weil dann ist nicht mehr zurücklehnen und sich darüber freuen, dass jetzt jeden Monat auf dem Kontoauszug, das wäre ganz cool, jeden Monat auf dem Kontoauszug die Miete fließt. Ja. So, und aber das gehört natürlich zu dem großen Kreis des passiven Einkommens. Oder Louis Bücher. Ja? Denke ich auch, dass das ein passiver Einkommensstrom ist. Okay, das heißt, für dich hat passives Einkommen zum einen den Aspekt, dass du zuerst irgendwas aufbauen musst und dann gibt es einen Einkommensstrom, der nicht mehr aktiv oder nur noch sehr wenig aktiv bearbeitet werden muss, damit der fließt. Und? Ich halte fest, passives Einkommen gibt es, aber eben nicht ohne Arbeit vorne dran. Okay, was meinen die anderen? Anni, du nickst so bestätigend? Ja, ich denke auch, also ich weiß gar nicht, ob es eine offizielle Definition gibt, so wie zum Beispiel Bruttoinlandsprodukt ja relativ genau definiert ist. Ich glaube, für passives Einkommen gibt es so eine quasi wissenschaftliche Definition nicht. Also für mich ist passives Einkommen, wenn wir überhaupt davon reden, ich halte den Begriff auch ein bisschen, also ich gucke da auch ein bisschen kritisch drauf, aber für mich ist es passives Einkommen, wenn wir den schon benutzen, so, dass ich nicht jeden Tag dafür meine Arbeitskraft und Zeit verkaufen muss oder eben in den Ring schmeißen muss und mich nicht jeden Tag damit beschäftige, ein Einkommen zu erzielen, sondern ich tue es eben ab und an und dann kommt es quasi auf mein Depot, auf mein Konto oder auf mein Mietkonto. Und vielleicht das ist die reinste Form des passiven Einkommens, ist mir jetzt gerade die Idee gekommen, Annette, weil du von Schenken sprachst, ist wahrscheinlich, wenn wir erben. Das ist so, das ist vielleicht die reinste Form. Da arbeitet ihr erstmal nichts mehr, sondern das kriegen wir tatsächlich einfach so geschenkt. Aber ist ein Einkommen für dich auch eine Einmalzahlung oder ist ein Einkommen für dich durch wiederkehrende Zahlungen, Geldzahlungen gekennzeichnet? Guter Aspekt. Passives Einkommen wäre natürlich was Regelmäßiges und nicht nur etwas Einmaliges, wie es eben bei dem Erbe dann tatsächlich der Fall ist. Nur noch eine Sache, wir reden jetzt ja gerade von dem Einkommen, dass wir als Investoren, die wir passiv anlegen, ein Einkommen bekommen. Aber wenn wir dann den Blick rumdrehen und gucken, wo kommt dann dieses passive Einkommen her, dann ist es natürlich nicht mehr passiv. Aber diesen Topf können wir vielleicht in der zweiten Hälfte der Diskussion aufmachen. Und jetzt bleiben wir erstmal bei diesem ersten Topf. Okay, also für dich auch durchaus nicht ganz begriffsklar, aber durchaus auch als realistisches Szenario betrachtet, dass es die Möglichkeit gibt, Geld zu bekommen, ohne dafür ständig deine Zeit zu verkaufen. Auf jeden Fall, ja. Okay, was meinen die Herren?
Ja, genau. Also ich denke auch, das geht immer um diese Entkopplung von Zeit gegen Geld ja so ein bisschen und um Skalierbarkeit. Das heißt, dass man nicht immer eins zu eins eine Stunde arbeiten muss, um dann eben den entsprechenden Gegenbetrag da zu kassieren, den vorher ausgemachten oder so. Aber irgendwann, irgendwie, irgendwo muss man schon mal was getan haben, weil entweder muss man Geld investieren, was man ja irgendwann aktiv, außer im Erbfall, herbeigeschafft haben muss, oder man muss eben Zeit aufwenden, um ein Buch zu schreiben oder ähnliches, wo dann eben irgendwann ein ja, im nachgelagerten passiver Einkommensstrom entstehen kann. Ja, das sind, glaube ich, die Geschichten, worum das geht, wenn man über ja, passives Einkommen spricht. Aber genau, geschenkt kriegen wir nichts. Erbfall ist eine Sache, aber eben auch nicht regelmäßig. Und von daher denke ich auch immer, dass so ein gewisser Aufwand dazugehört. Aber dass man eben auch Ortsunabhängigkeit ist vielen wichtig, dass man das vielleicht gegebenenfalls von überall auf der Welt machen kann und nicht eben zu festen Bürozeiten, wie das viele von uns gewohnt sind, wenn man mal im Angestelltenverhältnis war, sondern dass man sich das selber alles ein bisschen einteilen kann und ja, das eben wie im Bereich Vermietung, dass es nicht jeden Tag irgendwelche Handlungen erfordert, sondern eben nur, so wie Annette vorhin schon gesagt hat, wenn Leerstand ist oder wenn man die Nebenkostenabrechnung macht oder wenn irgendwelche Themen akut dann auf einen zukommen. Aber da sind ja auch ganz viele Tage dabei, wo man nichts machen muss oder auch mal Monate und dann kommt ja trotzdem die Miete. Und ich denke, da kann man dann schon von passiven Einkommen sprechen. Und für mich persönlich sind zum Beispiel Dividenden und P2P-Zinsen relativ passiv. Ich muss natürlich auch einmal die entsprechenden Aktien oder ETFs, Fonds etc. gekauft haben und bei einer P2P-Plattform investiert haben und einen Autoinvestor eingestellt haben. Aber danach ist es dann doch relativ passiv. Beim Vermieten geht es mir zumindest so mit meinen Bruchbuden da, dass ich da immer schön High Life habe und das ist also ganz, ganz wenig passiv aus meiner Erfahrung. Gibt es Okay. natürlich auch sicher andere Strategien im Bereich Immobilien, wo das dann doch ein bisschen passiver ist, aber ja, aus meiner Erfahrung zum Beispiel Immobilien ist so überhaupt gar nicht passiv in meinem Fall und von daher ist das auch immer ein bisschen von Fall zu Fall zu betrachten. Okay, super. Ich habe alles fleißig mitgeschrieben, dass wir da gleich noch tiefer einsteigen können. Luis, du als quasi ja auch einer der Meister des passiven Einkommens, ja. Du hast ja das Buch dazu auch geschrieben, kennst dich mit der ganzen Systematik gut aus. Wie siehst du das? Gibt es passives Einkommen wirklich? Ja, wie die Vorredner gesagt haben, das ist natürlich immer eine Definitionsfrage und selbst vermeintlich so präzise Begriffe wie Bruttoinlandsprodukt, die sind ja auch immer etwas unscharf. Beispielsweise soll man Drogenhandel mit da reinnehmen, weil oder nicht, ja. Also auch da gibt es Abgrenzungsprobleme und hier ist natürlich auch der Fall. Und letztendlich handelt es sich hier um einen keinen absoluten, sondern relativen Begriff, weil selbst wenn ich das aller passivste Einkommen, das jedem ja in Deutschland zusteht, gemäß Sozialgesetzbuch, ist ja letztendlich nach unserer Definition auch passiv, aber ich muss zumindest einmal zum Amt gehen und meine drei Kreuzchen irgendwo hinsetzen. Und dann fließt jeden Monat automatisch, sofern ich bedürftig bin oder meine Vermögenswerte gut versteckt habe. Also wenn es natürlich etwas ist, was ich mir selber aufbaue, dann geht es natürlich nicht ohne eine gewisse Vorleistung, ist klar. Übrigens, Annette, ich decke auch einen großen Teil also meines Depots sind Fonds und ETFs, also es ist nicht nur Einzeltitel. Das Interessante ist mir gerade in den Sinn gekommen, es gibt tatsächlich auch viele Monatsausschütter und wenn man sich 30 Monatsausschütter ins Depot legt, dann hat man theoretisch auch jeden Tag sogar eine Zahlung. Das wäre also machbar. Da gibt es sogar in den USA eine Bloggerin, die diesen Ansatz da mal vertieft hat oder dann auch so ein Newsletter zu anbietet. Ganz interessant. Ne? Also hat man tatsächlich jeden Tag eine Zahlung. Und ich fand es auch gut, dass Vincent jetzt dieses Vermietungsbeispiel gebracht hat, weil also ich habe ja auch zwei Wohnungen, die ich vermiete. Und bei mir ist eben genau das Gegenteil. Die sind tatsächlich sehr, sehr passiv, was einfach daran liegt, dass das eine sehr gute Hausverwaltung ist und die Verträge natürlich auch so gestaltet sind,
dass ich da möglichst wenig Berührungspunkte habe, bis auch wenn mal ein Auszug ist und ja, und einmal im Jahr die Versammlung, und das war es eigentlich so, dass es bei mir tatsächlich eher relativ betrachtet sehr passiv ist. Ja, und daran zeigt sich halt, wir reden letztendlich hier von einem relativen Begriff, ne? Und auch beim Vererben ist ja so, irgendjemand muss ja mal die Erbmasse auch erwirtschaftet haben. Also ist ja auch nicht in dem Sinne passiv, sondern die Kette setzt sich ja dann letztendlich nur fort. Oder zumindest mal 6 richtige Kreuzchen auf dem Lottoschein gemacht haben und dann die Weitsicht besessen haben, das Geld nicht zu verjubeln. Ist wahrscheinlich in der Regel nicht so, aber könnte ja auch sein. Aber selbst dafür musste man dann den Lottoschein ausfüllen. Ihr habt jetzt alle, also wir haben jetzt angesprochen Dividenden. Annette, du hast auch die Bücher von Louis angesprochen. Peer-to-Peer-Zinsen, Miete. Also Fonds, ETFs, das sind jetzt so die Dinge, die ihr angesprochen habt. Gibt es eurer Meinung nach so die Königsklasse des passiven Einkommens? Also es war jetzt einmal mit Wohnungen etwas kontrovers, wie passiv oder wie nicht passiv die zu betrachten sind. Wenn jemand sagt, ich will unbedingt passives Einkommen, was fällt euch als allererstes dazu ein? Als Königsklasse würde ich Patente, Erfindungen nehmen. Weil einmal was wirklich totgeniales erfunden, keine Ahnung, Glühbirne, ja, und eingetragen und ein Leben lang davon gezehrt. Ja. Also das ist für mich, das wäre jetzt für mich so die absolute Königsklasse. Und ansonsten geht das ja dann weiter mit Unternehmen. Also nach einem erfolgreichen Unternehmensaufbau von mir, so Franchising oder so. Also dieses Auslagern, dass man beteiligt ist oder dass man immer noch Besitzer, stimmt das jetzt, Eigentümer, Besitzer, immer noch Eigentümer ist, aber nicht mehr selbst ins Geschäft geht, sondern halt wirklich nur noch die Früchte einer vorherigen Arbeit genießt. Das wären so für mich die Königsklassen. Lizenz und Lizenzgebühren, ne, würden da auch mit reinfallen. Ja. Genau. Aber der, ja, der ist mal auf dem unternehmerischen Zweig dann unterwegs, also... Na, das ist dann eben auch die Frage, Eva, sind wir dann hier bei den Privatanlegern oder sind wir tatsächlich als Unternehmer dann unterwegs? Ne? Ich denke, eine Erfindung kann ja tatsächlich jeder machen. Mhm. Wer kann. Wenn also dann noch, also muss man ja nicht mal unternehmerisch drauf sein, wenn man sich nicht übers Ohr hauen lässt, verkauft man sie halt. Ja, ja, ja. Also das wäre jetzt so die Königsklasse. Ja, weil. Klar, da kommt aber dann auch, wieso passiv ist das dann natürlich aber auch nicht, weil dann musst du gucken, dass die Lizenznehmer natürlich dann auch die Lizenzgebühren zahlen, dass sie dann das nicht kopieren. Also da kommen dann noch ein paar Kontrollfunktionen hinterher und wahrscheinlich auch 3 Anwälte, die man beschäftigen muss. Aber grundsätzlich stimme ich dir natürlich da auch zu, Annette, klar. Wenn man was erfindet, das ist dann, was alle haben wollen, wie die Post-its, große Sache. Ganz großes Kino. Ja, oder auch Musikstücke, ne? Also wenn jemand ein geniales Musikstück komponiert und an jeder CD, die verkauft wird, mitverdient und die nicht mehr selber pressen, drucken, ausliefern muss, sondern das System, das für den macht, stelle ich mir auch, wenn ich es könnte, als attraktiven Weg vor. Ich kann es aber nicht. Aber hier haben wir zum Beispiel eine weitere Dimension von Passivität, nämlich die Zeit. Also wenn wir beispielsweise gucken, Patente sind ja in der Regel auf 70 Jahre ausgelegt oder bestimmte Marken oder Muster. Nee, Marken nicht, aber Muster, glaube ich. Das heißt, die gehen ja auch nicht ewig. Oder es gibt einen natürlichen Abnutzungseffekt. Da greife ich nochmal das auf, was Annette gesagt hat, Bücher beispielsweise. Das heißt, hier habe ich zwar, nachdem ich sehr aktiv war und halt das Werk vollendet habe und das dann auch vermarkte und das dann irgendwann tatsächlich relativ zum Selbstläufer wird. Natürlich ein laufendes, dann passives Einkommen. Allerdings, wenn es nicht gerade so ein Longseller ist, also so der Autor der Bibel wäre ich, glaube ich, dann gerne. Das wäre, aber das wäre dann auch wahrscheinlich nach 70 Jahren wäre das aber auch wiederum. Also das heißt, hier haben wir tatsächlich auch, sage ich mal, ewige Renten und zeitlich limitierte Renten. Ne? Und als Königsklasse finde ich da ja tatsächlich, sind da auf jeden Fall Dividenden ganz, ganz vorne mit dabei, weil ich hier mit einem wirklich breit gestreuten Weltportfolio, ist ja egal, ob ich jetzt verzehre oder nicht, aber hier wirklich schon auf
sehr, sehr lange Sicht und manche Familien schaffen das ja eben auch über hunderte Jahre, zumindest theoretisch vom Konzept her, das entsprechend ausrichten kann. Ne? Und ansonsten, Königsklasse finde ich ja noch irgendwie reich heiraten. Ne? Also das ist natürlich sehr speziell. Luis, ne? Legen wir die Karten auf den Tisch. Ich hab aus Liebe geheiratet. Das ist ja nicht jedermanns Sache. Es kommen ja auch noch Nussbäume zum Beispiel als Idee, die nach einigen Jahren dann die Ernte abwerfen oder auch die Rente, sofern man sie denn erlebt, als passives Einkommen. Mhm. Also alles, was man quasi heute sät, was dann irgendwann quasi die Ernte erbringt, die man vielleicht sogar dann nicht auch noch selber am allerbesten vielleicht auch nochmal nicht selber ernten und verarbeiten müsste, sondern wo das einem abgenommen wird. Aber auch nochmal so Ideen für passives Einkommen. Vincent, hast du so die Königsdisziplin? Ich habe schon gehört, es sind auf keinen Fall Wohnungen. Ne, jedenfalls nicht in der Art und Weise, wie ich Immobilien mache. Ne, ansonsten, also ich habe für mich schon gesagt, tatsächlich Dividenden und P2P-Zinsen sind für mich am pflegeleichtesten von dem, was ich so betreibe. Es gibt ja noch andere Sachen. Ich meine, Tagesgeld oder so gibt es jetzt nichts mehr, aber ich mache noch Transportervermietung, aber das ist auch ein bisschen aufwendiger, weil man entweder die Übergaben hat oder wenn man das über eine App löst, dann muss man trotzdem mal den Scheibenwischer wechseln, Ölwechsel machen, das Ding waschen, sauber machen und wenn einer irgendwo was anrempelt, dann hat man den Unfallbericht und so weiter. Also da steckt schon immer überall ein bisschen Arbeit dahinter, ne? Während, wie gesagt, bei den P2P-Zinsen und den Dividenden, da kauft man dann im Idealfall mal entsprechende Aktien, Fonds, ETFs und wenn man da eine gute Wahl getroffen hat, kann man die ja durchaus nach Bayern holt, ja für die Ewigkeit liegen lassen und für sich Dividenden abwerfen lassen. Das funktioniert ja bei mir ganz gut und wie gesagt, mit den P2P-Krediten bin ich jetzt auch seit Jahren gut unterwegs. Investieren, Autoinvestor einstellen, ab und zu reingucken, ob alles investiert ist und bis jetzt läuft das. Also wenn ich so Vincent zuhöre, dann ist aber auch klar, wenn wir so reden, entschuldigt, das war gerade mein Handy, dass für jede Anlageform, die es gibt, die also passives Einkommen tatsächlich abwerfen könnte, Mann oder Frau schon ein gewisses Spezialwissen auch braucht. Also wenn ich, ja, Vincent, du sagst dir, du vermietest deinen Transporter, also musst du schon auch schon ein bisschen wissen, wie so ein Auto funktioniert und ne, was ich da alles brauche. Und bei ETFs muss ich auch wissen, was Aktien sind. Wenn ich ein Buch veröffentlichen möchte, sollte ich schreiben können, ne, eine Thema Idee haben. Schön, ne? Ja. Das Thema wäre ganz nett. Ne? Ja, gutes ja. Thema, was auch wirklich gefragt ist. Bei Immobilien sollte ich wissen, dass ich vor allen Dingen mit Menschen zu tun habe. Ich sollte ein bisschen handwerklich begabt sein oder also zumindest das einschätzen können. Also ich denke, bei jedem passiven Einkommensstrom, wo ich wirklich Zeit und Arbeitskraft gegen Geld eintauschen, ist auch schon ein gewisses Wissen gefragt. Mhm. Ja, und deswegen ist es dann auch gut, sich eben dann damit zu beschäftigen und zu sagen, ach, das finde ich spannend, da lese ich mich eben jetzt ein, mache mich schlau. Und dann arbeite ich mich quasi so voran. Also ich denke, so gleichzeitig, was weiß ich, 5 verschiedene Einkommensströme aufzubauen, das wird nicht funktionieren, rein zeitlich schon mal. Habe ich mindestens. Nein, ich meine nicht zeitgleich, nacheinander. Du hast ja nicht alles auf einmal gemacht. Okay, ich dachte, ja, okay, das ist nein. klar. So vom Handling her nacheinander das aufzubauen, irgendwo anzufangen und dann eben sich vorzuarbeiten. Ne? Mhm. Das Schöne ist dann ja, dass diese Einkommensströme weiterlaufen, wenn du ihnen dann wieder deine Zeit entziehst, die du nach dem Aufbau dann eben nicht mehr benötigst, um sie weiterlaufen zu lassen, nachdem du dich eingearbeitet hast. Weil ansonsten, also ich habe in verschiedenen Büchern gelesen, dass ein durchschnittlicher Millionär zwischen 8 und 12 Einkommensströme hat. Wenn er für jeden Strom so viel arbeiten müsste wie der durchschnittliche Angestellte, um seinen einen Einkommensstrom hinzukriegen, kann man sich vorstellen, dass das überhaupt gar nicht mehr matcht. Das heißt, ein großer Teil dieser Einkommensströme muss einen relativ hohen Anteil an passivem Charakter haben, damit man diese Einkommensströme aufbauen kann. Was ist so euer Gefühl? Ja, Annette? Ja, oder du bezahlst jemanden, der sie dir kontrolliert. Genau.
Ja, oder das stimmt. Oder du hast dir ein System aufgebaut. Aber die Frage ist, ist das für dich nicht dann trotzdem auch wieder passiv, wenn du dir ein System aufgebaut hast, in dem du Strukturen geschaffen hast, in dem andere für dich Gelder erwirtschaften? Ist das nicht auch passives Einkommen? Das ist ja schon eher was Unternehmerisches. Also dann sind wir ja von der privaten Kapital, von der privaten Geschichte ein Stück weit weg. Ja? Die kleinste dieser Formen wäre für mich jetzt tatsächlich, wie Louis es macht, mit seinen Eigentumswohnungen, eine Eigentumswohnung mit einer Hausverwaltung drin und du machst selber so gut wie gar nichts. Ja? Das ist so was, was ein normaler Kapitalanleger, ja, auch handeln kann. Wenn es darum geht, dann tatsächlich mehrere Einkommensströme zu verwalten und Menschen wiederum auch zu finden, die dir das überhaupt kontrollieren können, damit du sie wiederum nicht auch nochmal kontrollieren musst. Wenn, wo Geld ist, wird immer auch gerne reingegriffen. Ne? Also dann muss man das aufzubauen. Das ist, geht über ein sage ich jetzt mal, na, ich kümmere mich jetzt mal kurz ein bisschen über meine Finanzen, geht das dann doch schon ein Stück weit hinaus. Aber letztendlich ist ja eine Aktien- oder eine Wertpapieranlage oder wenn ich zumindest in ein Unternehmen investiere, dann habe ich ja ein funktionierendes Cashflow-System idealerweise, an dem ich mich beteilige. Nur, dass ich das nicht aufgebaut habe, sondern jemand anders. Ja. Mhm. Aber bei den Einkommensströmen wollte ich noch kurz erwähnen, ich meine, da haben wir noch einen weiteren Aspekt von passivem Einkommen, nämlich überhaupt eine Erfolgswahrscheinlichkeit, weil, wie Daniel ja gesagt hat, es gibt eben viele, viele Bereiche. Ich kann natürlich in einen breit gestreuten Dividenden-ETF investieren, das klappt dann relativ gut, aber es gibt eben auch viele, viele Bereiche, wo die Erfolgswahrscheinlichkeit sehr gering ist, ja, und wer gezielt ein Buch schreiben möchte, um damit ein Einkommen zu generieren, das wird sehr, sehr schwierig. Also genau dasselbe, einen Hit zu schreiben, um damit Einkommen, um Geld zu verdienen. Also da sind die Wahrscheinlichkeiten einfach extrem. Muss ich irgendwann ein Talking sein oder so. Können das. Ja. Ja, mit einem Akkord, ja. Genau. 20 Hits. Ja, ich kann natürlich jetzt auch aus Erfahrung sagen, da sind ein paar mehr Bücher schon sinnvoll, damit man damit dauerhaft einen Einkommensstrom generieren kann, der jetzt über 1, 2, 3, 400 Euro im Monat hinweggeht, obwohl auch das ja schon mal ganz schön ist. Ne? Also auch wenn ich jetzt, also ja, durchaus auch Bücher, die 1.000, 2.000 Euro im Monat über einen relativ konstanten Zeitraum abwerfen, und das muss nicht nur sein, weil du selber die neueste J.K. Rowling bist, sondern weil du vielleicht einfach zu einem Thema auch recherchiert hast, was vielleicht noch nicht mal dein eigenes absolutes Spezialthema ist, aber du dich wirklich in ein Thema eingearbeitet hast, wo der Markt Bedarf hat. Und dann kann man durchaus auch mit Büchern auch systematisch ein relativ spannendes Einkommen erzielen. Aber dafür musst du halt zumindest die Zeit investiert haben, dass du zum einen weißt, wie du diese Analyse so betreibst, dass du weißt, welches Thema ist wirklich das Richtige, um so ein Buch zu schreiben. Und zum Zweiten musst du das natürlich auch noch irgendwie schreiben. Schreibt sich dann ja nicht von alleine. Es sei denn, du setzt das System auf, dass du nur noch recherchierst, welches Thema ist interessant, oder auch noch andere Leute recherchieren lässt, welches Thema interessant ist, und dann eine dritte Person schreiben lässt. Dann hast du da auch schon wieder einen relativ hochskalierten systematischen Ansatz, um über das System Buch Geld zu verdienen. Also dann frag ich aber sofort nach, was hast du dann für Herstellungskosten, um so ein Buch zu schreiben? Weil Rechercheure sind in der Regel teuer. Ich recherchiere ja selber. Und ich recherchiere bestimmt nicht für 5 Euro, gerade nicht komplizierte Themen. Also da kommen wir ja wirklich in Fach, also tatsächlich in zu Fachkräften, die auch dann wirklich Geld haben wollen. Außer du, also das, Eva, theoretisch stimme ich dir absolut zu, aber im Praktischen sehe ich da, wenn du Menschen nicht ausbeuten willst, maximal ausbeuten willst, für ihre Fachkompetenz ordentlich entlohnen möchtest, hier in Deutschland zumindest, dann also hast du für so ein Buch, würde ich mal locker sagen, 20, 30, 40.000 Euro Herstellungskosten. Es sei denn, und da bin ich bei dem Geschäftsmodell nämlich, schön, dass du das jetzt ansprichst, bei dem Plagiateur tatsächlich. Denn der hat das vermutlich genauso gemacht, weil der hat nicht nur mein letztes Buch plagiiert, sondern auch ein paar andere. Und der hat es genauso gemacht. Der hat sich gut laufende Bücher rausgesucht und an wahrscheinlich sehr preisgünstige
Ghostwriter gegeben, die es ein bisschen umgestrickt haben, sodass es nicht mehr ganz stumpf als Plagiat durchgeht und dann eben jetzt für einen Euro günstiger dann eben rausgebracht. Ne? Und das ist doch jetzt, kommt ihr damit durch, jetzt im Ernst? Ja, ich habe es mir sogar extra bestellt, um mal reinzugucken. Das ist aber tatsächlich sehr geschickt gemacht, weil es so weit abstrahiert ist, dass man sagt, okay, das ist nicht eine 1-zu-1-Kopie, aber die Struktur ist dieselbe, die Themen sind dieselben. Also das ist schon ja, sehr, sehr auffällig. Und das hat er halt mit mehreren Büchern gemacht, ne? So zu Finanzthemen gerade. Also ich kenne das von Blogartikeln, das ist ja schon übel, ja. Aber bei einem ganzen Buch, ich würde ja im Dreieck springen. Und da ist rechtlich nichts zu machen. Das werde ich nochmal prüfen, aber es ist, ich denke mal, der hat entsprechende Erfahrung, der Mann. Nicht so schön, aber Dani. Ja, gut, aber auch eine Form. Auch eine Form der Wertschätzung. Relativ passives Einkommen. Ne? Du scheinst dir die richtige Nische ausgesucht zu haben und das richtige Buchthema. Aber also Dani, es gibt durchaus auch Leute, die auf einem einigermaßen guten Niveau recherchieren und zusammentragen, die auch deutschsprachig sind, aber die zum Beispiel nicht in Deutschland leben und durch Geo-Arbitrage relativ günstig ihre Dienstleistungen anbieten können, weil sie einfach viel weniger Lebenshaltungskosten haben als wir. Wir haben ja auch einen Experten, der jetzt gerade nicht hier mit dabei ist, aber den wir in der Vergangenheit durchaus auch häufiger mal in unserem Finanztalk hatten, den Lars. Und der, glaube ich, hat da einen deutlich niedrigeren Kostenschnitt als das, was du gesagt hast, wenn er ein Buch an den Markt bringt, was er veröffentlicht. Und ich habe so ein bisschen eine Ahnung, wie viel er damit verdient. Und das ist relativ beachtlich. Ja, genau, also das ist doch ein verbreitetes Modell, dieses Amazon Kindle Business über, ja, wie du es gesagt hast, über Geo-Arbitrage, also Leute recherchieren lassen günstig, ja, kann man sich streiten, wann Ausbeutung anfängt und so weiter, Ghostwriter und das alles auch ein bisschen auslagern, automatisieren und da verdienen eine Menge Geld, eine Menge Leute eine Menge Geld mit. Funktioniert. Relativ passiv. Ja. Ja, also von daher, ich finde schon auch, dass man es wirklich auf einem ziemlich hohen Level systematisieren kann und dann da wirklich selber nicht mehr so arg viel mit zu tun hat. So, dass es schon für mich stark passive Züge hat, wenn du es so machst. Also wenn du nicht wie Annette, die gerade ein Buch geschrieben hat, das demnächst rauskommen wird, oder wie Louis, der schon 2 Bücher geschrieben hat, wirklich da selber sitzt. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz viel aktive Arbeit. Aber wenn man es so outsourcen kann, Ich hab ein Jahr lang in einem Wirtschaftsprozess gesessen, Master Notbank-Prozess, und ein Buch darüber geschrieben. Das war sehr viel Arbeit. Das glaube ich. Allein die Zeit, die ich im Prozess gesessen habe. Mhm. Zweimal die Woche, über ein Jahr. Ja, aber auch mal so ein bisschen vom Buch jetzt wegzukommen. Ich meine, es gibt ja auch durchaus, wie soll man sagen, noch kleinere Businessmodelle. Gut, die sind ja nicht so passiv, aber wenn ich zum Beispiel schaffe nehmen wir uns zum Beispiel die Leidenschaft irgendwie in einen Blog zu gießen, dann gibt es ja durchaus auch Möglichkeiten durch Werbung etc. pp. Zumindest da auch ein kleines Einkommen aufzubauen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie passiv ist das Ganze, aber wenn ich es aus Leidenschaft mache und auch oder aus Leidenschaft Interesse mache, dann ist das natürlich ein Zusatzeinkommen, was ja unabhängig vom Thema sich ja durchaus realisieren lässt. Ja. Bist du jetzt beim Empfehlungsmarketing, Affiliates und sowas? Ja, beispielsweise, ja. Oder wenn ich zum Beispiel eben, mache ich ja auch, wenn ich jetzt Bücher bespreche, dass ich dann eben den Amazon-Link dorthin mache. Ne? Und gut, das sind natürlich Finanzbücher. Aber ich kann natürlich auch, weiß ich nicht, was mich jetzt so gar nicht interessiert, zum Beispiel Gartenarbeit, ja, wenn ich aber da passionierter Gärtner bin und sage, jetzt möchte ich meine Kenntnisse verbreiten und, weiß ich nicht, ja, Permakulturansätze im Kleingarten mich drauf spezialisiert habe und dann aber noch sage, das ist der richtige Dünger und den entsprechend bewerbe und das ist die richtige Hake und andere Werbemaßnahmen ergreife, dann habe ich ja auch... Klar, wenn du ein Zielpublikum findest, das dich liest, das musst du dir erstmal aufbauen, ja, auch als Gärtner. Ja? Also, klar. Ne? Ansonsten ist das mal eine einmalige Geschichte, wenn du deinen Nachbarn erzählst, guck mal, über Facebook schicke ich dir mal einen Link, kannst dir die Hake kaufen.
gut, dann hast du aber 2,20 Euro. Aber das ist ja kein Einkommen im Sinne eines Einkommens. Nee, das muss natürlich schon systematisch dann sein und da muss natürlich eine gewisse Reichweite haben. Ja. Sobald du es systematisch machst, ist es ja dann letztendlich eine unternehmerische Tätigkeit. Ja. Es ist dann letztendlich ist es Arbeit. Ja, letztendlich ist Arbeit, das ist schon richtig. Aber regelmäßige Arbeit ist, ist es kein passives Einkommen mehr. Ja, die Frage ist, ja, wenn es eben etwas ist, was du sowieso machen würdest. Seit wann muss Arbeit denn wehtun? Nee, muss es natürlich nicht. Wenn du sowieso machst und kriegst dann zufällig noch Geld dafür, aber dann bleibt es doch trotzdem Arbeit. Ja, das, sag mal, die Arbeit ist dann die Voraussetzung dafür oder um das weiterzutragen, aber es ist nicht vergleichbar beispielsweise mit einer Erwerbsarbeit, wo du tatsächlich eben mit festen Zeiten hingehst, solange es eben selber aus Spaß an der Freude machst. Also ja, man kann sich sicherlich drüber streiten. Es hat einen anderen Passivitätsgrad jetzt als Dividenden. Aber sag mal so, ist auch eine Form, einen Einkommensstrom ins Leben zu integrieren, der jetzt vielleicht eben nicht diesen Charakter von klassischer Erwerbsarbeit hat. Also vor dem Passiven, wenn man das vielleicht mal ganz allgemein festhalten kann, steht immer etwas Aktives in irgendeiner Form. Ohne dem geht's nicht. Also das Passive kommt nicht einfach so durch die Hintertür aufs Konto. Genau. Es kommt auch nicht einfach, wenn man ein komplett fertiges Online-System von irgendjemandem kauft, in das man nur seinen Namen einsetzen muss, vielleicht ein paar Begriffe ändern muss. Und dann muss man es nur live schalten und zack, regnet es einem die Zehntausende aufs Konto. Da möchte ich auch vorwarnen, so etwas zu glauben. Also ich glaube, inzwischen wissen die allermeisten, dass im Online-Business unglaublich viel Potenzial steckt und dass man auch da Systeme aufbauen kann, über die man skalieren kann und komplett automatisierte Dinge aufbauen kann. Aber ich kann auch aus Erfahrung sagen, es gibt auch richtig viel, was nicht funktioniert und wo man dann viel Zeit und auch Geld und Gehirnschmalz reingesteckt hat, funktioniert trotzdem nicht. Also nicht jedes Online-Business per se läuft sofort auf ein passives Einkommen heraus, sondern auch da muss man ganz viel lernen, muss testen und gucken, was funktioniert. Und dieser Fakt, dass man am besten immer testet, steht mir selber bei passivem Einkommen durch ein Online-Business am allermeisten im Weg, weil ich testen und nochmal testen ist zum Beispiel was ich ganz schlecht kann. Das gehört aber dazu. Wer sich darüber was aufbauen will, es gibt dann natürlich unfassbar viele Wege. Ne? Also wenn man jetzt sagt, vom Buch mal kleiner gedacht, kann man ein E-Book machen oder ein anderes digitales Produkt wie einfach einen Flyer oder wie eine Checkliste, ein Flyer, nicht immer ein PDF. Und auch schon solche wirklich ganz, ganz kleinen digitalen Produkte kann man durch komplett automatisierte Prozesse für kleines Geld verkaufen. Und wenn der Prozess nicht mehr Geld kostet als das, was du damit reinbekommst, was nicht immer der Fall ist, bekommst du auch daher ein kleines Einkommen. Ne? Und wenn du weißt, wie es geht, dann kannst du es duplizieren und kannst es skalieren. Und dann macht das auch irgendwann Spaß. Aber dafür musst du auch erstmal erlernen und begreifen, wie das geht. Ja, daher schließe ich mich dir da absolut und vollumfänglich an. Es gehört in der Regel eine Menge aktive Arbeit vor jedes passive Einkommen. Und das kommt nicht so von, naja, ich kaufe mir das System und irgendwer anders wird es mir schon machen. Ne? Ich finde, das ist auch für Finanzen grundsätzlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass du sagst, okay, ich und nur ich habe die Verantwortung für meine Finanzen und für meine Einkommensströme. Und ich kaufe mir nicht irgendein funktionierendes System von irgendwem. Also bei Aktien könnte man ja fast sagen, ich gehe in die funktionierenden Systeme und da habe jetzt nicht ich die Verantwortung, sondern das Unternehmen, aber natürlich habe ich die Verantwortung des Auswahlprozesses. Was für ein Unternehmen möchte ich denn da überhaupt mit in mein Portfolio nehmen? Welchen ETF will ich damit reinnehmen und wie will ich mich aufstellen? Und so ist es beim Online-Business auch. Mhm. Ja, braucht man auch viel Wissen dafür, technisches Verständnis und Wissen um die Möglichkeiten und ja. Aber ist das nicht auch so eine Gefahrenquelle? Ich meine, passives Einkommen oder so finanzielle Freiheit ist ja auch, muss man ja sagen, in den letzten Jahren so als Modebegriff, oder sagen wir mal, ist deutlich präsenter geworden. Also ist als Sau durchs Dorf getrieben worden. So könnte man es auch formulieren. Ich habe ja keine Statistik dazu, es ist einfach nur ein subjektiver Eindruck. Aber der ist natürlich verzerrt, weil wir uns ja wahrscheinlich jetzt im Durchschnitt häufiger damit beschäftigen als jetzt andere Leute.
Aber es ist ja auch so ein großes Einfallstor für viele, die sich genau diese, ich meine, das ist ja nur eine Sehnsucht, ne? Und ist natürlich ein 1A-Einfallstor dann eben für genau viele, die sagen, hier, ich setze ja ein fertiges Modell auf, wo man sich ja dann auch letztendlich fragen muss, ja, warum verkauft er das Modell, wenn es so toll ist? Ja, also und ja, wenn man sich den einen oder anderen Podcast nochmal anhört, da sind ja auch bisweilen dann eben Gäste, das fängt ja an bei der geheimen Krypto-Mining-Farm in der Mongolei, über fertige, fix und fertige, ich glaube FBA-Geschichten, Amazon FBA-Geschichten, die es da gibt, die man sich dann einkaufen kann. Bei FBA ist es schon so, also Mining ist im Moment ja total unattraktiv, das war aber schon auch mal wirklich ein attraktives Geschäftsmodell, wo ich nichts tun musste, außer riskieren. Ich wollte sagen investieren, aber es ist riskieren, investieren und zu wissen, dass es ein verdammt hohes Risiko ist. Und bei Mining ist es tatsächlich, bei FBA ist es ja tatsächlich so, wenn du irgendjemand hast, der dir das aufgebaut hat, dann kannst du da einsteigen. Das ist wie wenn du ein Unternehmen übernimmst, eine E-Commerce-Marke. Aber du musst natürlich auch dein Geld investieren und der andere muss die Arbeit vorne dreimal gemacht haben und dafür musst du jetzt wieder dein Geld investieren, um ihm das zu entgelten. Also einen produktiven Prozess gibt es natürlich auch davor. Ja, aber ja gut, aber da stellt sich direkt die Frage, bei solchen Anbietern, die ich sag mal so, bei Anbietern, die so passive Einkommensströme anbieten, von eigentlich so mit so einem unternehmerischen Hintergrund, da stellt sich auch die Frage, warum machen die es dann nicht selber? Warum verkaufen die das, wenn es auch so lukrativ ist? Das ist ja auch eine Frage, vielleicht so, wie schaffe ich es selber, auch so ein bisschen die Spreu vom Wein zu trennen und da nicht auf die Nepper-Schlepper-Bauernfänger da so hereinzufallen? Und bei FBA, wir machen das ja selber auch. Also das ist nicht unglaublich. Bitte mal übersetzen. FBA ist, glaube ich, wissen nicht alle Bescheid, was das ist. Ja, ich kann mich auch noch erinnern. Ich habe vor 2 Jahren jeden Begriff übersetzt und inzwischen verwende ich die so inflationär selber, dass mir das dann immer entfällt. FBA steht für Fulfillment bei Amazon und bedeutet, dass du E-Commerce-Händler wirst, aber selber nicht mehr für die Lagerung und den Versand deiner Waren zuständig bist, sondern deine Waren bei Amazon einlagerst und Amazon dir als Fulfillment-Dienstleister all diese Dinge abnimmt. Das heißt, nach der Auswahl des richtigen Produktes und der Produktion dieses Produktes und der Einlagerung bei Amazon hast du ein Laptop-Business, was du im Grunde von überall aus der Welt betreiben kannst. Aber du musst es betreiben. Also das läuft nicht von alleine. Mhm. Und wir machen es noch auf einem relativ moderaten Niveau, aber wir haben damit schon auch jeden Tag Arbeit. Das ist nicht unglaublich viel, aber das ist schon auch immer Arbeit. Das läuft nicht völlig auf Autopilot. Und hier kommt jetzt gerade noch eine Frage, die ich nochmal in die Runde stellen will. Würdet ihr sagen, dass steigendes passives Einkommen von vielen Wirtschaftsteilnehmern die Inflation, das heißt die Preissteigerung, befeuern würde? Dagegen würde ja keine Produktivitätssteigerung stehen. Wie seht ihr das? In dem ist natürlich definitiv nicht so, weil irgendjemand erbringt ja die Leistung. Mhm. Nehmen wir mal, was hast du gesagt vorhin, das Beispiel mit den Nüssen. Also das heißt, wenn ich eine Nussplantage aufsetze und dann irgendwann die Nüsse, dann gibt es ja eine Produktion von Nüssen. Und wenn ich das automatisiert habe, weil ich einen Plantagenverwalter habe, der das Ganze eben für mich macht, dann werden die Nüsse ja geerntet. Die gelangen in den Wirtschaftskreislauf. Das heißt, ich habe ja sogar eine Produktion, die dagegen steht. Und dementsprechend ist das natürlich keine, also nicht per se inflationär. Wo man sich natürlich schon drüber unterhalten kann, ist, was passiert denn eigentlich, wenn oder wie viel Prozent einer Bevölkerung können überhaupt, jetzt mal Robotik außen vor gelassen und Sklavenarbeit, den Status der finanziellen Freiheit, also durch passives Einkommen überhaupt erreichen? Mhm. Du brauchst halt auch noch einen Teil produktive Gesellschaft, die den Unterbau macht dafür, dass es überhaupt möglich ist, obendrauf mit Systemen zu arbeiten. Ne? Ja, wie gesagt, bei den alten Griechen war es ja einfach. Ja, da war ja jeder Bürger finanziell frei und hat passives Einkommen genossen, weil einfach Bürger definiert war als Nicht-Sklave. Ja, und die hatten halt ein entsprechendes auf Sklaven basierendes Wirtschaftssystem. Dann ging das, dann konnte man sich anderen Tätigkeiten hingeben. Die Erwerbsarbeit war ja da sowieso verrufen. Ja. Bei den Römern in der Spätphase war es dann ähnlich. Und ja, ich glaube, der Albert Wagner, Finanzwirt, hat das immer als Vision gesagt, naja, da könnte man zu dem Zustand, könnte man ja wieder hinkommen mit entsprechenden Robotik. Ja, wenn also diese Arbeit dann irgendwann tatsächlich von Maschinen erledigt wird, dann wäre das natürlich auch wieder machbar. Aber jetzt diese Zukunftsvision mal außen vor, ist halt tatsächlich die Frage, ist es ja
logisch, klingt logisch, dass eben nicht alle nur passives Einkommen erzielen können, ja? Oder eigentlich sogar nur ein relativ kleiner Teil. Mhm. Nein. Ich würde gerne auch da auch was zu ergänzen. Also Geld ist ja genug da in der Welt. Inflation komme ich gleich nochmal drauf, aber ich würde gerne nochmal einhaken, was Louis gesagt hat, das ergänzen. Geld ist ja genug in der Welt. Also natürlich könnten alle Menschen ein passives Einkommen haben, zusätzlich zu ihrem normalen Einkommen. Wenn wir die Vermögensballung sehen bei einigen wenigen Menschen, dann, wenn wir dieses Geld nehmen würden und den wahnsinnig reichen ein paar Millionen oder eine Milliarde lassen jeden und das restliche Geld quasi an die geben, die diesen Reichtum ja geschaffen haben, das sind die, die in den Unternehmen dann dafür arbeiten, die Ideen umsetzen und tatsächlich ja umsetzen. Wenn wir das wieder zurückgeben in die Gesellschaft, an jeden Einzelnen, dann bräuchten wir alle im Grunde wahrscheinlich nicht mehr als 4-5 Stunden zu arbeiten und es würde eine Art, ich sag mal, Grundeinkommen oder sowas ähnliches, ist ja auch eine Art von passivem Einkommen, fließen können, beziehungsweise unsere Einkommen für die 4-5 Stunden Arbeit deutlich höher sein. Also rein theoretisch vom gesamten Wirtschaftssystem her, von den Geldflüssen her, wäre das auf jeden Fall möglich, dass alle ein zusätzliches, quasi passives Einkommen hätten und trotzdem quasi normale Produktivität haben und die Gesellschaft funktioniert. Aber das ist eine politische Frage. Wir haben den Kapitalismus und da wird das jetzt so ja nicht entschieden. Das ist kann man natürlich auch im Kapitalismus entscheiden, aber da brauchen wir ein ganz anderes politisches System. Und von der Inflation her würde ich sagen, also wenn jetzt die Unternehmen viele Kredite aufnehmen, wie Inflation entsteht, es gibt zwar verschiedene Theorien, aber so ganz genau kann man das nicht sagen. Also sagt auch die Bundesbank, dass es nicht genau, es ist hier keine Wissenschaft zu sagen, das stopfen wir rein, vorne und hinten kommt Inflation raus. Diesen straighten Zusammenhang gibt es eben leider nicht. Und wenn aber viele Unternehmen Kredite aufnehmen und dann eine Produktion aufsetzen und die Produktion hochfahren und dann die Löhne steigen, bla bla bla, und dann natürlich auch höhere Dividenden ausgeschüttet werden, dann ist möglicher Inflationsdruck da. Ich sag's mal ganz vorsichtig. Und in dem Zuge könnte natürlich ein verstärktes Dividendenausschütten dazu führen, dass die Inflation mitsteigt, aber das ist nicht ursächlich und nicht zusammenhängend. Also das so zu denken, das ist ein bisschen schräg alles, ne? Dass man sagt, durch höheres passives Einkommen, also zum Beispiel Dividendenausschüttung, steigt die Inflation. Also das ist, diesen Zusammenhang sehe ich gar nicht. Mhm. Auch nicht. Inflation ist auch übrigens auch so ein sehr unscharfer Begriff. Absolut. Also das lässt sich ja auch schwer, sehr, sehr schwer fassen. Ja, genau. Also was zählt da rein? Und dieser genau. Warenkorb, der ist so standardisiert. Genau. Das ist ja im Einzelfall, weicht das ja völlig davon ab. Oder zum Beispiel, also vermutlich, ich weiß nicht, wie viel der Zuschauer das dann auch wissen, dass ja zum Beispiel Vermögenspreise ja gar nicht mit in die Inflationsrate fließen. Wir wundern uns also auch jetzt, ja, trotz dieser EZB, Kapitalspritzen oder Geldspritzen steigen ja die Konsumgüterpreise nicht, ja. Aber im Umkehrschluss haben wir jetzt natürlich seit vielen, vielen Jahren steigen die Immobilienpreise, die Aktienpreise, die Anleihenpreise, eigentlich alles, ja, außer Konsumgüterpreise, ja. Aber dann findet eben die Inflation auf einem anderen Weg statt. Die wird aber gar nicht offiziell dort gemessen. Genau. Ja? Also, und das sind alles so verzerrende Aspekte, ne? Ja. Patrick schreibt, obwohl die Europäische Zentralbank bzw. die Bundesbank auch gesagt hatte nach der Finanzkrise 2008, dass sie eigentlich die Vermögenspreise, also die Aktienwerte, eigentlich mit in den Warenkorb aufnehmen wollten. Und die höheren Immobilienpreise zum Beispiel fließen ja nur über die höheren Mieten in den Warenkorb mit ein. Aber meiner Meinung nach haben sie das nicht gemacht. Und sie haben so Parallelindizes, ja, aber die werden nicht veröffentlicht. Und das ist also die Inflation, die wir tatsächlich, die tatsächliche Inflation, die wir haben, die drückt der Verbraucherpreisindex, wie es ja offiziell heißt, nicht aus. Und inwieweit die auch, wohlwollend ermittelt wird, sei mal auch dahingestellt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht Institutionen gibt, öffentlich-rechtliche, die darauf hinwirken, dass das möglichst niedrig ausgewiesen wird, weil der Staat als größter Schuldner ja auch kein Interesse daran hat, dass diese Kennziffer besonders hoch ausfällt. Ja. Das ist jetzt natürlich unbewiesen, aber die Anreizstruktur legt das nahe. Ja. Patrick hat gerade noch reingeschrieben, die Definition von Ludwig von Mises, der sagt, Inflation ist nur die Erhöhung der Geldmenge.
und sagt, dass er sich das bei Nüssen oder dass er bei Nüssen eurer Argumentation folgt, bei finanziellen Transfers, das seines Erachtens aber nicht stimmt. Nee, das hat ja auch keiner gesagt. Also, das habe ich ja auch nicht gesagt. Das ist dann falsch verstanden. Es kommt doch auf die Art des finanziellen Transfers an. Also, das lässt sich ja auch so pauschal gar nicht sagen. Also, ja, es gibt natürlich bestimmte Segmente, da wird ja über heiße Luft geschöpft, das mag schon sein. Ja, aber in der Regel ist ja so, um Dannys Beispiel aufzugreifen, wenn ein Unternehmer oder auch ein Privater einen Kredit aufnimmt, dann macht das ja in der Regel, um irgendwas zu kaufen. Ja, oder zu produzieren. Und das wiederum wirkt dem ja dann auch entgegen. Das heißt, in einer, sagen wir, normalen oder in einer auf privatrechtlicher Ebene, ja, es ist ja immer so, dass Schulden ja eine Gegenleistung erfolgen muss oder wieder abgearbeitet werden müssen. Das heißt, dem meinetwegen inflationären Impuls, den so eine Schuldenaufnahme nach sich zieht, da kommt dann ein deflationärer Impuls, weil ich das ja auch immer wieder abtragen muss. Ja? Also der Einzige, der immer nur aufschulden kann, das ist ja die öffentliche Hand. Ja? Der kann ja bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag das Ganze verlängern. Ja? Aber wie gesagt, pauschal kann man das ja gar nicht so eben sagen. Das ist, ja, lässt sich auch nicht abgrenzen und lässt sich, ist ja ein komplexes System auch, was jetzt genau welche Auswirkungen hat bei so einem monetären Impuls, das lässt sich, entzieht sich auch einer Prognose. Und Inflation ist nicht zwangsläufig eine Geldmengeninflation. Inflation ist per Definition entweder eine Geldentwertung, was wiederum was anderes wie eine Geldmengensteigerung ist, genauso wie eine Preissteigerung etwas anderes wie eine Geldmengenerhöhung ist. Also so rein von den volkswirtschaftlichen Begriffen hier. Es gibt ja viele Ansätze. Und das, da bin ich bei Dani, die wiederum alle nicht so ganz, nicht mal die BaFin weiß, oder die nicht mal das Statistische Bundesamt genau weiß, wie jetzt Inflation jetzt tatsächlich und definitiv, es gibt keine ganz klar abgegrenzte Geschichte. Mhm. Genauso wenig wie das Passiveinkommen ganz, ganz, ganz klar definiert ist. Genauso wenig ist der Begriff Inflation ganz klar zu definieren und auch zuzuordnen, was passiert, wann, warum, weil immer so viel miteinander in Verbindung steht und im Zweifelsfall sogar weltweit miteinander in Verbindung steht. Das lässt sich gar nicht mit einem reinen Ursache-Wirkungsprinzip, lässt sich das gar nicht auseinanderdröseln. Ja? Also wenn jetzt der eine die Zinsen erhöht und dann hat der andere Inflation, vielleicht, ja, kann sein, muss aber nicht. Ja? Das ist sehr, sehr schwammig, das Thema. Aber dass tatsächlich passives Einkommen jetzt eine Inflation im großen Stil beflügeln könnte, kann ich mir nicht vorstellen. Nicht wirklich. Vincent, du? Nö, wie gesagt, es kann nicht jeder nur von, oder es können nicht alle vom passiven Einkommen leben und es können auch nicht alle finanziell frei sein, sonst funktioniert das alles nicht. Mhm. Ja, es ist ja schon tatsächlich so, dass auch die ganzen Strategien, wie man dorthin kommt, wie man sich passives Einkommen aufbaut, dass einfach nicht das Gros der Bevölkerung dieses Wissen hat und das Gros der Bevölkerung einfach auch das Handwerkszeug dafür nicht hat, um das aufzubauen. Und wenn man ehrlich ist, gibt es einfach auch eine breite Masse an Menschen, die interessiert es gar nicht. Die sind so in ihrem Trott und die sind in ihrem Alltag und die machen die Dinge, die sie tun und die haben das Ziel der finanziellen Freiheit nicht, sondern die haben andere Ziele im Leben. Ist ja auch völlig in Ordnung, also jeder nach seiner eigenen Nutzen, Präferenz und nach dem, was er machen möchte. Ich persönlich bin immer dafür, dass wir so gut und so viel es geht aufklären, sodass jeder für sich zumindest die theoretische Wahl hat, was er in seinem Leben gerne hätte und sich auf den Weg machen kann. Weil was für mich auch ganz, ganz klar gilt, es kann zwar nicht jeder finanziell frei werden, aber jeder kann theoretisch sich die Möglichkeit erarbeiten, dorthin zu kommen. Es tun also von der reinen Zahl her, von der Statistik, wenn es alle machen würden, dann hätten wir sicher große Probleme. Aber egal an welchem Punkt man steht, egal wo man auch an welchem Punkt man sozial steht und auch an welchem Punkt in seinem Leben man steht, wenn man sich
das nötige Wissen aneignet und dann konsequent anfängt, einen Weg zu bestreiten, dann ist es egal, an welchem Punkt man steht, für jeden theoretisch möglich, auf dem Weg der finanziellen Freiheit sehr weit zu kommen. Das finde ich schon wichtig, auch noch zu sagen. Ich möchte dir in einem Punkt widersprechen, ja? Eva. Es kann vielleicht nicht jeder finanziell frei werden, in dem Sinne nur von seinen quasi passiven Einkommensströmen zu leben. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass jeder und jede tatsächlich eine eigene Wohnung bzw. Wohnung besitzt, die er oder sie vermietet, beziehungsweise tatsächlich an Aktien, in Aktien investiert ist. Weil es gibt viele Aktien in dieser Welt und es gibt viele Wohnungsbauunternehmen. Wenn die nicht alle die Wohnungen hätten, sondern wir alle irgendwie eine extra Wohnung hätten, um sie zu vermieten, könnten viel, viel mehr Menschen unter anderem auch so ein Einkommen generieren. Also ich finde das nicht nur eine theoretische Möglichkeit, sondern durchaus auch eine praktische. Und das könnte ein deutlich höherer Prozentsatz sein, als er heute ist. Aber wenn alle eine Wohnung hätten, an wen würden sie die vermieten? Das hat dann ja jeder eine Wohnung. Nee, das, ja, an die das anderen. Stimmt. Also ich vermiete dann an Eva, Eva vermietet an Annette, Annette an Dani, Dani deshalb, an Vincent. Dann hat jeder eine Wohnung und jeder vermietet eine. Deshalb habe ich extra gesagt, Aktienvermögen, Eva. Genau, also bei Wohnungen funktioniert das sicher nicht, aber mit Aktien ist ein gutes Beispiel. Ja. Und das ist tatsächlich einer, glaube ich, der fatalsten Entwicklungen, dass die Chance verpasst wurde, eigentlich schon so in den 50er oder 60er Jahren spätestens breite Schichten, die Aktie zugänglich oder schmackhaft zu machen. Ja. Und das wirkt bis heute dermaßen fatal. Ich mag mir gar nicht ausdenken, was wäre, wenn die Deutschen Volk von Aktionären wären. Da wäre auch, ja, da würde, glaube ich, auch schon automatisch das Interesse an einer finanziellen Grundbildung, an wirtschaftlichen Zusammenhängen, wäre viel ausgeprägter. Und es wäre auch schon gar nicht mehr möglich, diesen Pseudo-Gegensatz von Arbeit und Kapital aufrechtzuerhalten. Ja, ja, weil es wäre ja vermischt, ja, jeder wäre beides. Ja, und so gehört, ich glaube, die DAX-Unternehmen, glaube ich, mittlerweile mehrheitlich ausländischen Aktionären. Mhm. Was auch nicht wirklich schön ist. Betrachtet. Demokratisierung des Kapitals, wer würde super gehen über Aktien? Ja. Mhm. Ja, das ist Dani hatte noch hier in unserem Chat geschrieben, dass sie Stefan McKiffer zu lesen empfiehlt, wenn man sich mit Geld und seinen Auswirkungen noch ein bisschen tiefer gehend beschäftigen will. Ich glaube, das Fass, wie Vermögen aufzuteilen ist und was anreizkompatibel oder nicht anreizkompatibel, was sozialkompatibel oder nicht sozialkompatibel ist, kriegen wir hier in den verbleibenden 2 Minuten nicht hin. Durchaus auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir hier durchaus geteilter Meinung sind in der Gruppe, was dieses Thema betrifft. Und vielleicht ist es ganz spannend, diese Diskussion mal aufzumachen in einem nächsten Finanztalk. Ich glaube, das wird spannend und kontrovers. Und hier wird auch nochmal geschrieben, dass man durchaus auch von der USA lernen kann. Ich glaube, wir sind in Deutschland auch wirklich noch unter 15% der Bevölkerung, die überhaupt investiert in Aktien oder in Fonds. Es gibt nach wie vor da eine ganz, ganz große Verunsicherung. Ihr tragt alle, wie ihr hier sitzt, enorm dazu bei, dass mehr Menschen einfach davon erfahren, wie das geht, dass es gar nicht so schwierig ist. Ich habe mit Annette übrigens auch genau dazu ein Interview geführt, wo sie zeigt, wenn du ein Depot hast, hier gibst du deine Wertpapier-Kennnummer ein. Ja, hier holst du dir Geld auf dein Verrechnungskonto. Hier drückst du drauf und dann ist dieser ETF in deinem Depot. Das ist wirklich alles gar nicht so schwer. Und Annette hat auch gesagt, solange ihr keine TAN eingeben müsst, könnt ihr überall draufklicken. Es passiert nichts, tut nicht weh, ist alles gut. Beschäftigt euch einfach damit mal und probiert ein bisschen raus. Weil nur so fängt man an, seine Scheu auch einfach mal abzulegen und sich mit diesen Dingen zu befassen. Und es ist wirklich nicht so schwer. Und ich glaube, wir haben einen ganz guten Rundumblick gemacht. Ich glaube, wir sind uns alle einig, passives Einkommen gibt es. Aber es erfordert immer aktive Arbeit vorneweg. Und mir scheint ja auch ein relativ großer Konsens dahingehend zu sein, dass Aktien und Dividenden eine sehr, sehr feine Art sind, sich ein passives Einkommen aufzubauen. Und jetzt würde ich gerne in gewohnter Manier auch jedem von euch noch ein Schlusswort geben. Bedanke mich schon mal sehr herzlich, dass ihr wieder eine sehr, sehr spannende Stunde hier gefüllt habt. Und ja, vielleicht fangen wir diesmal hinten an, oder? Vincent, willst du mal anfangen?
Ja, gerne. Genau, ich fand das gut, dass Sie, Dani hat ja immer darauf hingewiesen, dass einige Sachen sind vielleicht nicht jedermanns Sache so, also dass man schon auch ein bisschen Vorwissen und ja, Spezialwissen oder sowas haben muss. Aber ich denke, dass Aktien ein relativ einfach zu lernendes Anlagevehikel sein kann. Vielleicht leichter als irgendwas zu erfinden, wenn man dafür nicht gemacht ist, oder irgendwas zu machen, wo man größeres Kapital voraussetzt. Also da kann jeder mit kleinen Summen anfangen, wenn er sich da mal ein bisschen mit beschäftigt. Und ich glaube, dann ist das, also es kann auch ein Interesse daraus erwachsen, ja. Also wenn man sich da anfängt mit zu beschäftigen und wenn man sieht, wie das Kapital mehr wird. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Würde ich mich freuen. Und ja, alle, wie wir hier sind, hast du ja auch schon gesagt, haben da unsere Blogs oder unsere Medien, wo wir da gerne Hilfestellung leisten. Und ich denke, auf dem Weg kann da jeder ein bisschen vorankommen. Super. Next one. Luis, von hinten nach vorne diesmal. Ja, genau. Und mehr Kapitalismus wagen, das heißt Wertpapiere kaufen, das geht mittlerweile. Ja, so einfach, wenn ich es mit der Anfangszeit vergleiche. So eine faszinierende Entwicklung, zum Beispiel von der Invest, war Trade Republic aus Berlin, die erste reine App-Depotbank. Da kann ich tatsächlich innerhalb von 10 Minuten ein Depot öffnen. Ich habe selber einfach mal ausprobiert, weil mich das interessiert hat. Einen Trade für 1 Euro, ne? Trade Und 1 Euro, wohin? sonst keine Kosten, alles per Handy. Die haben, ich glaube, über 6.100 Aktien und über 500 ETFs. Und ich bin gerade sogar dabei, mal so ein Dividendenportfolio für Trade Republic mal so zusammenzustellen, um das dann mal so wie ich als absolute Start. Ich hoffe, du kriegst einen Affiliate-Link drauf. Alles andere wäre Spaß. Nee, ich habe noch gar keinen. Dann wird aber Zeit. Ja, aber nee, aber ich finde das wirklich das ist eine fantastische Möglichkeit, ja, weil es wirklich wenig Zeit erfordert, sehr preiswert ist und ja, was will man mehr? Also ich meine, wer da nicht einsteigt, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Genau. Vor dem aktiven, ich sag's immer, vor dem passiven kommt das aktive. Lest euch ein, macht euch schlau. Und es ist großartig, wenn auf dem Konto dann sich die Summen mehren, nicht nur die Aktienkurse steigen oder auch mal fallen, sondern tatsächlich auch regelmäßig bestimmte Ziffern auflaufen auf dem Konto, ohne dass ich extra noch mal was dafür getan habe, also Dividenden und Zinsen. Ja, haut rein. Ja, mir fällt jetzt gar nichts mehr ein, was nicht bereits gesagt wurde. Ja, einfach machen. In unserem Interview sieht man, wie es geht. Genau. Super, dann danke ich euch sehr herzlich, dass ihr eure Zeit hier wieder mit uns verbracht habt und an alle da draußen einfach machen. Hier sitzen wirklich Leute, die vormachen, dass es geht, die unglaublich viel Wissen dafür rausgeben. Schaut euch die Blogs an, meldet euch auch gerne zum Kongress an, um da einfach noch mehr zu erfahren. Wir verlinken alle Blogs und natürlich auch den Kongress auch in den Kommentaren. Und ja, ich hoffe, dass wir die 15% der Aktieninvestoren nachhaltig und langfristig auf jeden Fall weiter nach oben bekommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend, schicke ganz liebe Grüße, wo auch immer ihr gerade alle sitzt und ja, sage bis in 8 Wochen wieder beim nächsten Finanztalk. Ja. Tschüss. 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 Ciao, ciao.